Cruise Battle. Allererstes Match. Kaliki gegen Momo. Was? Nein, nicht herunterfahren. Nein. Was? Kannst du mir da einfach fliegen? Schniedel. So, endlich. Down Throw. Oh! Forward Air. Forward Tilt. Oh! Der Gordo. Rolle von Kalinki. Schön viel Pressure. Oh mein Gott, ein Up-Throw! Was sehe ich dort? Es ist wahrlich ein Match für die Geschichtsbücher. Oh! Limit Side B! Dazu ein Throw. Von der Stage runter. Pressure mit Neutral. Up-Tilt. Forward-Tilt! Was muss ich dort begutachten? Oh! Der Juggle mit dem Abwehr von Momo und dazu das Ducken. Das ist bei DDD natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil des Gameplays. Was müssen wir dort? Oh! Erneut eine Dash-Attack und ein erneuter Gordo. Wird Kalinki wieder auf den guten alten Hut auf reinfallen? Oh. Momo wird von den Plattformen weggetragen und der kommt in Neutral B. Momo kriegt das hin. Also hoffe ich eigentlich nicht, das ist mein Ding. Oh, Limit. Cloud hat Limit, das ist äußerst gefährlich natürlich. 160%. Und da kommt der Neutral Limit B. Damit fickt er die Hose. Sorry. Keine Vulgarität hier. Oh. Runtergecarried. Das muss jetzt ein ziemlicher Win werden hier. Ansonsten wird das ja eine traurige Sache. Ho, der Gordon wird zurückgehauen. Forward Air auf den Schild. Oh. Der F-Smash war sehr gutmütig von Momo da. EDD. Oh. Kommt Cloud. Cloud kommt nicht mehr zurück. Traurig. Nur ein Stock abgezogen, aber Kalinki hat trotzdem sein Bestes gegeben. Ich bin mit der allgemeinen Performance sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich muss jetzt. War auf Empfang geiles Match. Ah. Team Silver Swamp gegen, keine Ahnung, halt die anderen. Ja, halt die anderen. Momo und die anderen halt. Ja. Könnten wir einmal die Tür zumachen? Das zieht hier drin ziemlich. Ja, ich mach schnell. Ja, bitte. Ey, das ist echt unglaublich, ne? Ich kann nicht glauben, dass der verloren hat. Ein Glück hört er mich nicht, wenn er das Headset nicht aufhört. Man hört mich ja nur im Headset. Das ist schon geil, muss ich sagen. Er ist ein richtiger Bastard. Ah, so. Hallo Kalinki. Mr. Kalinki. Ja, wie schön, Sie wieder hier zu sehen. Ja. Lief nicht so gut gegen Momo. Wirklich nicht. Ich habe hat gesagt, ich soll Cloud picken. Hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, Kasia wäre besser gewesen. Aber ich glaube schon, ja. Aber ich muss auch sagen, deine Forward Air gegen das Schild war auch eine sehr, sehr gute Option. Ja. Aber wundert mich, dass das nicht funktioniert hat. Ja, das ist leider schon passiert. Jetzt geht's rein. Samus. Akku gegen Momo. Nächstes Match. Wir hoffen auf einen Downtilt. Ich wundere, dass das kein Königsduell stattfindet. Kein Königsduell? Das legendäre, ja. Das war nicht. Akko hat ja King Kerouma gespielt. Mhm. Und das war dann so. Ach so, ja. Kennst du noch, auf dem SCF war das ja. Oh? Mit der Smash Count. Nee, gar nicht. Mit der Oh, der F-Tilt. Ja, der F-Tilt. Oh, was eine Combo. Alter, direkt 44 mit dem Gordo. Rein. Charge Shot. Oh, aber der Gordo wird gut verwendet vom Momo. Auf jeden Fall. Das ist aber auch ein super super starker Teil vom Gameplay. Oh, was ist das denn? Aber das müssen wir dort erblicken. Aber Akku auch definitiv gut die Gordos gegen Momo Ram verwenden. Ja, also ich sehe wieder, es wird hier erneut Cooking Mama gespielt. Oh ja, da hat er. Holy shit! Der Stalk! Oh mein Gott.
Ich halte es vor Spannung gar nicht aus. Ey, ich musste noch auf Klo, aber jetzt muss ich es nicht mehr, die Spannung. Die Abwehrs waren leider so, naja, da hätte noch eine zweite reinkriegen können. Die Super-Missile. Ja. Ich finde sehr interessant, wie Akku mit den Super-Missiles und... Oh! Er hat ihn aber auf jeden Fall... Er hätte dahinter gehen können eigentlich. Ja, das war leider so. Der Up-Air von DDD ist überlang. Deswegen, ja. Ja, generell ist alles von DDD super lang, ne? Oh! Da hat der Up-Air, aber er ist noch der, auf. Er ist gut, die Ei. Was müssen wir dort blicken? Oh, er wollte in den Gordo rein. Oh nein. Hat mich fest. Oh Gott. Es ist unfassbar, was die iPhone-Akku ist hier aber unschlagbar. Es ist wirklich, unglaublich. Ja. Es ist immer noch ein Stock. Also es ist immer noch drei Stock gegen den Momo. Ja. Gegen die Momo, meint ihr? Die, ja. Sorry. Ja, muss man... geht immer ein bisschen ein. Ja. Ja, jedenfalls. Man versucht sein Bestes. Also genauso wie auch Akku sein Bestes versucht. Und er hat es auch so weit geschafft, dass er auf 160% ist. Er ist auf 160% gegen DDD. Das heißt aber halt auch... Oh! Oh! Die zwei Fishing! Oh nein! Fishing Adventure Deluxe! Connected. Ja. Drift einfach die... Nein. Oh nee. Also lass die iPhone Akku immer noch. Ja, ah, okay. Das war's nämlich. Okay. Der Fair von DDD. Aber ich glaube, jetzt ist das Ding sogar ziemlich gefressen. Mit einem Stock... also halt auch... Ein Stock und 60%. Es ist unglaublich zu sehen, was hier in diesem Match passiert. Ja. Es ist wirklich ein Match für das Jahrtausend. Ja, also ich glaube, da werden wir heute auch nichts Spannenderes mehr sehen. Nee, also, Also wirklich SD Goat wurde leider übertrumpft. Nee, also von Akkusativ und Momo. Ja. Da versucht er natürlich auch hier ein bisschen Momo rauszubringen. Oh! Alter, der Charge Shot gegen den Gordo, das haut natürlich direkt in DDDs Fresse zurück. Oh! Aber Abtilt. Ich glaube, in dem Match wurde auch Momo öfter vom Gordo getroffen als Akku, oder? Ja, also absolut. Deswegen, also er geht sehr, sehr gut mit dem Gordo allgemein um. Ja, also. Er scheint auch mehr für den Gordo zu warten, um ihn gegen ihn zu. Oh! 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 Wow! Da hat Akku seine eigene Medizin mal geschmeckt. Reflekteter Fully Charge Shot. Das ist ein Ergebnis, ein Schicksal, das würde man so nicht als heute vorsehen. Da hat Akku zwar auf den Gordo zurückgeschossen, allerdings Momo auch einmal den Full-Charge-Shot von Samus. Und was er natürlich immer mehr reingehauen hat, ne? Gerade jetzt auch am Ende auf 5%. Allerdings ist Momo auch auf 5% und da fehlt auch nicht mehr viel zum Kill. Man sieht aber auch, dass Akkusativ wenigstens weiß, was er tut. Er lädt den Charge-Shot nicht zu 100% auf, weil er weiß, es gibt schlechtere Frame-Data. Ja. Ist das wirklich so? Ja. Ah, okay. Es ist besser, ihn so kurz vor zu chargen, weil er einfach, er dauert da nicht so lange rauszuhauen. Das wusste ich gar nicht. Ja, ist aber auch ein winziger Unterschied. Das ist nur ein paar Frames. Aber es kann natürlich auch den großen Unterschied machen. Den Gaudo auf den Kopf bekommen. Das gibt einen Schädelhirntrauber. Da versucht jetzt Akku natürlich irgendwie den Kill zu finden. Allerdings lässt Momo ihn natürlich auch nicht einfach an sich ran. Nee, natürlich nicht. Es wäre wahrscheinlich gut, irgendwie für einen Fisch mit dem Charge-Shot zu gehen. Ja. Oh, Rollen. Also. Das Rollen ist super gefährlich hier. Also hier wird auch nur eine Back-Air, glaube ich, reichen, um DDD zu töten. Es ist natürlich auch immer noch nicht der Most-Stack DDD, den wir hier in diesem Cruise-Match noch sehen werden. Ja, also natürlich. Also, wir haben hier zwei DDD-Spieler. Ja, wir sind natürlich auch ein bisschen eigenes Bias. Oh! Mit dem Up-Tilt! Es tut weh zu sehen, er hatte einen guten Lead, aber er konnte ihn nicht aufrecht halten. Sein Decision-Making war nicht ganz da und halt auch, also er hat super viele Attacks einfach gewifft. Der erste Stock war extrem gut gespielt von Akku, also allerdings hat er unfassbar gut, besser als ich es könnte. Er konnte nicht mehr wirklich Openings da finden, aber ich glaube, dass du jetzt auch... Das wird auf jeden Fall interessant. Du musst auf jeden Fall jetzt nochmal Momo einmal abholen, weil es war schon ziemlich schade. Palutena oder Terry? Also Terry ist halt Jab Power Dunk, ne? Das ist natürlich besser. Ja, aber das Ding ist, Palutena ist besser gegen... Wir finden es gleich. Aber. Ja, das machst du gleich. Alles ja, dann guck.
Yeah.